Heute ist Halloween und es geht um Halloween. Aber etwas ganz Wichtiges, was wir vorab thematisieren müssen. Also ich mit euch für YouTube. YouTube hat seine Zweifel ganz oft an meinen Beiträgen und ich muss jedes Mal auf einer manuellen Prüfung bestehen, weil ich eigentlich weder gegen Nacktheit noch Gewalt noch andere Sachen in irgendeiner Form verstoße. Aber offensichtlich sind Stiefel und diese Themen rund um das Thema ein wenig befremdlich. Deshalb ganz ausgesprochen heute, alles, was Blut oder blutartig ist, ist Maskerade. Die Strümpfe sind in Kaufhäusern und so weiter zu erwerben. Und auch das ist Maskerade und als solche zu kaufen. Grundlage von allem ist mein Sportoutfit in Schwarz. Und zwar deshalb, weil man dann das Thema Strumpf und Stiefel besser zeigen kann. So viel dazu. Süßes oder Saures ist übrigens auch ein anerkannter Spruch im Halloween und ist keinesfalls als Androhung von Gewalt gemeint. Wie ihr euch hoffentlich noch erinnert, ich liebe Halloween und ich will es mir eigentlich auch von YouTube nicht verderben lassen. Ich hoffe mal, dass ich mit diesem Disclaimer, nennen wir ihn mal, damit Erfolg habe. Wenn nicht, na gut, dann wird es halt für nicht jugendfrei befunden. Ja, wenn ihr euch fragt, wie ich jetzt aus diesem Sportdress, ja, irgendwas Halloween-artiges, gruseliges oder wie auch immer bekomme. Ich habe keine Ahnung. Es ist wie alles andere auch. Ich lasse es einfach so auf mich wirken, was ich habe und kreiere daraus irgendwas und vielleicht für euch auch eine Anregung oder Idee. Was auf jeden Fall mal gemacht werden wird, ist der rote Strumpf, weil das hier ist eine Haarklammer, die wahrscheinlich ganz furchtbar gut aussehen wird. Furchtbar gut. Ihr bemerkt auch, das Wording hat sich schon geändert, ja, ich finde, das steht mir. Die Haare sind schon vorbereitet, auch das Gesicht einigermaßen so als Grundstock einfach mal. Mal gucken, was wir als erstes nehmen. Es könnte jetzt nur mal, jetzt, nein, ich mache nicht wieder den Witz mit dem Haarband. Aber es könnten natürlich solche Strümpfe sein, da würde ich natürlich aber das nicht als Unterteil empfehlen. Ich habe mich deshalb für rote Strümpfe entschieden. Scheint mir eine gute Wahl. Passt dann auch zu dem Kunstblut. Und ich hoffe auch zu den Lackstiefeln, die ich extra dafür mal wieder rausgeholt habe. Wir gucken ein. Gut, dass es Halloween ist. Zugegeben, mit dem Sportdress gewöhnungsbedürftig, aber haut hin, so wie ich auch dachte, ist natürlich jetzt ein bisschen farbenprächtiger mit den Strümpfen und den Stiefeln. So, und jetzt kommt, bevor ich dann eine Jacke drüber anziehe, weil viel mehr ist jetzt dann nicht zu machen, ein bisschen Schminke. Das ist jetzt natürlich eher tricky, nennt sich ekligerweise Wundschorf. Ja.
Wir dürfen ja nicht vergessen, ich setze noch eine Maske auf. Also reicht. Aber kleines Döschen. Nicht echt, liebe Kinder. Und nie den Deckel wegtun. Ich werde gleich reintreten. Das passt ja wie angegossen. Man könnte es auch weglassen. Aber wir setzen es jetzt mal auf. Wenigstens eine Sache, die aus dem, die quasi Maskerade ist. So, wundervoll. Und wenn ihr euch gefragt habt, warum hat sie ihre Haare so komisch, ist ja klar, weil ich gedacht habe, das wäre schön. Ist es auch. Aber zur Not geht auch das hier oder da so. Mal gucken. Ja, schön. Ich habe es gefunden. Weil eigentlich möchte ich ja Prinzessin sein. Hält wie erwartet Bombe. Aber es geht ja auch eher ums Prinzip. Ach doch. So, das heißt, wir hätten jetzt sogar eine doppelte Auswahl. Wenn ich die Kralle hier wieder... Na, die Kralle bleibt da. Wir haben es ja schon gesehen. Wäre auch, aber ist, wie gesagt, ich möchte eine Prinzessin sein. Eine Katzenprinzessin mit Skeletthand. So, das wäre also so quasi in 5 Minuten. Und nur noch mal zur Info, weil das Ganze soll ja informativ sein. Das war im 1-Euro-Shop das auch. Also ich bin im Vorbeigehen quasi darüber gestolpert, auch wieder über die Möglichkeit, endlich wieder einen Beitrag zu Halloween zu machen, ja. Und wie gesagt, das Vampirblut ist nicht echt, so hat man mir zumindest versichert, würde ich auch davon ausgehen. Und hier habt den Deckel gefunden, das auch nicht. Alles ein Euro-Shop, alles in 5 Minuten geshoppt und auch in 5 Minuten aufgetragen. Das Grünchen, das gefällt mir hier nicht, aber macht nichts. So, wir kommen zum Ende dieses Beitrags, weil ihr sollt das Ganze natürlich auch vollständig sehen. Zum Schluss gibt es die Jacke. Ist schon mehrfach angekündigt worden und bis jetzt eigentlich nie getragen worden. Jetzt kann ich sie endlich rausholen. Passt auch zum Wetter und auch zum Rest. Wer das jetzt ein bisschen eng findet mit den Strümpfen, hallo, es ist Halloween, da muss nichts perfekt sein. Und wie ich ja vorher schon gesagt habe, das Ganze hat ja nun Verkleidungscharakter und ist nicht jugendgefährdend. Okay, das war jetzt gefährlich. So, das Ganze zusammen ist ein bisschen schwierig wieder aufs Bild zu bekommen. Wir werden es aber natürlich schaffen. Und was ich jetzt genau bin, das sieht man doch nun wirklich, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, Süßes oder Saures und selbstverständlich ist es eure Wahl und keine Drohung.